Am 15. April erscheint ja das neue Album des Nocker-Quintetts, Wonach sieht's denn aus? Im Vorfeld konnte man ja viel lesen, dass ein neuer Sound rein sollte und es moderner zu machen und alles. Was ist denn für dich der größte Unterschied zu dem vorherigen Album? Du warst der geilste Fehler meines Lebens. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Unterschiede kennt man nicht oder erkennt man nicht. Es ist einfach, wir versuchen immer ein bisschen mit der Zeit zu gehen und das heißt auch zeitgerecht produzieren. Man produziert jetzt ein bisschen mehr Gitarre, aber wir haben immer schon sehr viele Gitarrenelemente in unseren Liedern. Ja, allerdings, das mit dem moderner werden, das ist ja im Schlagerbereich und in der Volksmusik gerade sowieso ein bisschen so im Trend und auch immer jüngere Leute hören Schlager und Volksmusik. Konntest du das persönlich auch schon beobachten, so bei Konzerten oder allgemein? Also wir haben eigentlich relativ, sage ich jedenfalls in Österreich, junges Publikum. Da liegt der Schnitt so jemand zwischen 35, 45 und das ist für Schlager, glaube ich, nicht unbedingt alt. Okay, und jetzt mal genauer zum Album. Da ist ja auch die Single, Wonach sieht's denn auch drauf. Und da geht es ja quasi um diese erotische Liebesaffäre, die dann auch aufgedeckt wird. Und das Lied ist grundsätzlich sehr frech und erweckt allerdings auch eher den Eindruck, als würden quasi zwei Kumpels miteinander eher reden vom Text her. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du quasi bei einem Techtelmechtel erwischt worden bist? Und, oder wenn nicht, dann wäre es dir sehr peinlich oder würdest du genauso locker damit umgehen wie mit dem Lied? Also ich glaube, das Lied zu singen ist mein Beruf, das andere ist eher privat und nein, es ist noch nicht passiert. Wenn es mir passieren würde, kann ich jetzt nicht sagen, was ich machen würde oder wie ich reagieren würde, keine Ahnung. Aber es ist einfach so, dass diese Dinge, die ich da erzähle, diese Geschichten, eben erzähle und nicht erlebe. Allerdings habt ihr ja auch ziemlich viele weibliche Fans. Gab aber schon mal das ein oder andere Liebesgeständnis eines Volksmusik-Schlager-Groupies dabei? Also ich kann leider mit solchen Aussagen von meiner Seite her nicht hin. Tut mir wirklich leid. Also ich hätte mal einige Male gewünscht, dass ich ins Hotelzimmer gehe und da wären irgendwo drei, vier kreischende Frauen oder Mädels von mir gewesen und ich hätte nicht gewusst, wie oder was. Leider ist das noch nicht passiert. Und ich glaube, das wird alles ein bisschen zu spitz erzählt, wie es in Wirklichkeit gibt. Wenn jemand etwas gut findet, dann kann man das auch ruhig zeigen und Emotionen loszulassen. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Ich habe leider keine so erlebt und wahrscheinlich werde ich auch keine erlebt. Edmund Waldsteiner, Dietmar Zwischenberger und Arndt Herreder haben ja das Nocker-Quintett verlassen. Offiziell habt ihr euch natürlich in absoluten Einvernehmen getrennt. Doch wie schwer ist euch diese Entscheidung eigentlich letztendlich gefallen nach all den Jahren engster Zusammenarbeit? So eine Entscheidung fällt nicht von heute auf morgen. Das heißt, unterm Strich weiß man, um was es geht. Man bespricht das. Jeder weiß, warum, weshalb, wieso. Jeder kennt den Weg. Jeder hat die Vergangenheit gekannt und ich glaube, wenn das dann abgeschlossen ist, dann geht jeder seine Wege und versucht, seine Wege so gut wie möglich zu machen. Ich bin mir sicher, dass die ehemaligen Kollegen auch ihren Weg schaffen werden, auf ihre Art und Weise und wir schaffen es hoffentlich auch auf unsere Art und Weise. Und ich glaube, wenn man sich trennt, dann trennt man sich. Also nach 33 Jahren ist es, glaube ich, sehr legitim, dass man seinen Schritt einmal wagt und wenn man hergeht und sagt, du pass auf, wir wollen lieber das machen und wir wollen lieber das machen, ist die Trennung das Beste. 2010 hast du ja selbst ein sehr erfolgreiches Soloalbum rausgebracht. Wieso hast du dich denn gegen eine Solokarriere entschieden? Na ganz einfach, weil ich glaube, dass ich ein Teil von diesem Quintett bin, das ich ja mitunter auch mit aufgebaut habe. Wir sind jetzt in Level 5 oder 7 und so nebenbei Solo-Karriere, ich habe eigentlich nie eine Solo-Karriere gemacht, ich habe ein Solo-Produkt gemacht, ich habe eine CD gemacht, mittlerweile eine zweite, die auch sehr gut läuft. Und wenn das Quintett zu Hause ist, wenn wir nicht auf dem Weg sind, dann gibt es so einzelne Auftritte für mich, Solo-Auftritte, aber Solo-Karriere soll ich jetzt nicht. Also wenn ich Karriere machen möchte und will, dann mache ich das mit meinen Kollegen im Quintett und alleine nicht, aber ich bin auch alleine zu buchen und man kann mich auch alleine bewundern läuft auch nicht schlecht, aber natürlich in einer ganz, ganz anderen Art und Weise bin ich.